Denn so eine Neugestaltung oder Eröffnung hat es tatsächlich noch nie gegeben. Und wann ist man schon einmal beim ersten Mal irgendwo so richtig dabei? Das machen Sie heute, liebe Damen und Herren. Sie sind heute dabei. Denn St. Leonhard am Forst war immer ein Markt. Und da, wo wir jetzt gerade stehen, hat sich's irgendwie ergeben, dass es der Marktplatz geworden ist. Bekannt rundherum in den anderen Gemeinden für den Viehhandel von Rindern und Pferden. Und auch, liebe Frauen, ich sag's Ihnen jetzt, für die schlimmen Männer soll's sowas geben, da steht noch ein alter Pranger, es war auch der Ort der Gerichtsbarkeit. Und wir haben gesagt, wir lassen den einfach stehen, vielleicht brauchten ja noch irgendwer hin und wieder. Gell? Ja, aber irgendwie hat sich so ergeben, es ist nie irgendwas gestaltet worden, bis zum Jahr 1852, wo der Gemeinderat gesagt hat, wir pflanzen hier ein paar Kastanienbäume, einfach weil es hübscher ausschaut. So ist das dann weitergegangen bis ins Jahr 2015. Die Kastanienbäume mussten weg. Ihr wisst es alle ganz genau, das war eh in den Medien ganz groß. Und ja, heute stehen wir da. Es ist tatsächlich etwas Neues gestaltet worden. Und das ist in der Geschichte das allererste Mal. Eine Person hat da sehr viel Kopfzerbrechen gehabt. Und das war der Herr Bürgermeister von St. Leonhard am Forst, Hans-Jürgen Resel. Ich bitte dich, komm zu mir herauf und erzähl uns was über diesen Prozess. Liebe Theresa, es gibt sicherlich in den nächsten 3 Jahren zahlreiche Möglichkeiten, wo du wieder auf der Bühne stehen kannst. Das verspreche ich dir. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist nun soweit. Unser neuer Hauptplatz, der Marktplatz der Lebensfreude, so ja das Motto der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, wird heute eröffnet. Ich darf gleich zu Beginn 3-mal Dankeschön sagen. Danke an unseren Herrgott, dass es nicht kalt ist. Hätte auch anders sein können. Ein Danke an Sie alle, dass Sie heute Zeit haben, dass Sie hier sind und mit dabei sind bei unserer Eröffnung des Hauptplatzes. Und ein Danke an alle, die während der Bauarbeiten, und es war ja der Spatenstich im Juli 2017 und heute haben wir den 19. Oktober 2019. So lange hat die Bauphase gedauert. Ein Danke, die kleine und große Beeinträchtigungen während dieser Bauzeit hatten. Unsere Geschäftsleute, unsere Gastro, unsere Hauseigentümer und in vielen Fällen die St. Leonharderinnen und St. Leonharder. Ein Danke, dass wir das miteinander ausgehalten haben. Danke. Es ist ein Jahrhundertprojekt, unser Hauptplatz. Ist angesprochen worden 1882, 1852. Einen Füller muss man machen, dann passt meistens so das. Hat sich der damalige Gemeinderat ja entschlossen, hier eine Kastanienallee anzulegen und im Jahr 2015 ist ja dann eine Entscheidung gefallen, dass die Bäume weg müssen. Das war eigentlich ein Schicksalsschlag für St. Leonhard am Forst. Und heute feiern wir gemeinsam etwas Neues, etwas Schönes. Und ich freue mich, dass wirklich zahlreiche Ehren- und Festgäste dieser Eröffnungsfeier beiwohnen. Und ich habe vorher noch eine Hochzeit gehabt. Heute hat eine Gemeinderätin von St. Leonhard auch geheiratet, aber es ist sie bei ihm ausgegangen. Ich darf sehr herzlich willkommen bei uns heißen und er wird auch im Anschluss die feierliche Segnung des Hauptplatzes durchführen, unserem Pfarrer Magister Franz Gross. Einen weiteren Herrn darf ich herzlich willkommen heißen und er ist nicht zum ersten Mal bei uns in St. Leonhard. Er war vor einiger Zeit da und hat sich dieses Objekt, das ehemalige Gruberareal, angeschaut, war begeistert und wir haben heute auch schon kurz gesprochen. In Vertretung unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner darf ich sehr herzlich bei uns willkommen heißen, Herrn Landesrat Martin Echtinger. Herzlich willkommen.
ein herzliches Willkommen einen Bürgermeisterkollegen von mir, aber er ist in seiner Funktion als Präsident des Landtages heute bei uns, Gerhard Kahn aus Dexenthal. Herzlich willkommen, Herr Nationalrat Andreas Hanger. Ein herzliches Willkommen unseren Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner. Von der niederösterreichischen Straßenbauabteilung darf ich im Hofrat Helmut Spannagel entschuldigen. Er hat einen längeren Urlaub ja schon geplant gehabt. Aber in Vertretung ist ein Mann da, der was eigentlich niederösterreichweit sehr viele Kreisverkehrprojekte auch begleitet. Ein herzliches Willkommen, Ingenieur Andreas Therian. Einer, der immer vor Ort erreichbar ist, unser Straßenmeister, der Leopold Hochgerner. Herzlich willkommen. Ja, ein herzliches Willkommen und auch einer Dame, die auch schon einige Male in St. Leonhard war. Wir sind ja aktiv bei der Dorf- und Stadterneuerung dabei, haben durch unseren Josef Modutz ja einen Motivator an der Spitze, der mit sehr vielen Menschen hier zahlreiche Projekte auch schon durchgeführt hat. Er ist ja der Obmann auch unserer Dorferneuerung und heute bei uns ist auch die Obfrau aus Niederösterreich weit, die Maria Forster. Herzlich willkommen! Die Wirtschaft am Hauptplatz, da haben wir uns sehr viel einfallen lassen, dass die auch zukünftiger Nutzen von den Ganzen haben. Und wir sind natürlich auch mit den Gremien regelmäßig im Gespräch. Ich bin erst vor kurzem mit ihm wieder beieinander gesessen. Ein herzliches Willkommen, den Obmann der Wirtschaftskammer Melk, Franz Eckel. Es freut mich auch besonders, dass zahlreiche Bürgermeisterkollegen aus der Region heute hier sind. Ich darf herzlich willkommen heißen meine drei Bürgermeisterkollegen von der Region Melktal, Bürgermeister Seiberl aus Oberndorf, der Gerhard Bürg aus Zelking-Matzleinsdorf und der Stefan Schuster aus St. Georgen an der Leis. Herzlich willkommen. Drei Kollegen aus der anderen Nachbargemeinden habe ich auch noch gesehen. Vielleicht ist noch der eine oder andere hinzugekommen. Das passiert bei uns natürlich auch. Ein herzlich Willkommen aus Ruprechtshofen, Leo Gruber-Doberer, aus Mank der Martin Lernhardtsberger und aus Kirnberg der Vizebürgermeister Franz Klauser. Herzlich willkommen. Dass man so ein Projekt umsetzt, braucht man auch Experten. Und ich darf alle unsere Planungsfirmen herzlich willkommen heißen, mit denen wir ja von Anfang an zusammengearbeitet haben und wo heute eigentlich auch alle Chefs da sind. Ein herzliches Willkommen, Ingenieur Johann Vonwald, die oberste Baukoordination. Ein herzliches Willkommen der Firma Langomenhofer. Da ist da der Reinhard Kerschner, ein St. Leonharder und der Josef Steinkogler und einige Leute aus eurem Team. Ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen von Schneider Consult Verkehrsplanung, der Klaus Grulich und der Günther Bachschwöll und von Ambiente Consult der Alois Graf und der Herr Dobetzberger, die hier die Innenraumgestaltung gemacht haben. Natürlich gibt es hier auch ein Tiefbau, wir haben hier Breitband, Wasserkanal hineingelegt, also wir haben auch den Boden des Hauptplatzes zukunftsfit gemacht. Hier verantwortlich die Firma IKW und es ist unter uns der Herr Diplom-Ingenieur Meyer. Ein herzliches Willkommen. Natürlich darf ich auch alle anderen Baufirmen, die Vertreter, herzlich willkommen heißen, die was hier auch dabei sind, ganz kurz Firma Schneck, Firma Tier, habe ich die Chefitäten gesehen, Ernst Gassner, unser Baumeister vor Ort, habe ich gesehen, er ist ja verantwortlich für diese Stockau, da wo der Fotograf jetzt steht, er hat hier
60 Stück sind das händisch geschält auf seinem Platz. Und es war interessant, wenn man da zugeschaut hat, es ist jedes ein Einzelstück. Also, da war schon was dahinter. Ein herzliches Willkommen der Musikkapelle Melktal. Danke, dass ihr heute den Festakt musikalisch umrahmt. Ein herzliches Willkommen den Obmann, der Jürgen Novogoratz und der Frau Kapellmeister Emma Hell. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen allen Vertretern der Blaulichtorganisationen vom Roten Kreuz, Ortsstelle St. Leonhard, die Monika Bauer, von der Freiwilligen Feuerwehr Diesendorf, Kommandant Josef Bauer, von der Freiwilligen Feuerwehr St. Leonhard am Forst, Kommandant Stellvertreter Josef Schrevel und von der Polizei Mank, der Abteilungsinspektor Hinterleitner. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen und ein Dankeschön allen Vertretern unserer Vereine und Organisationen. Hier an dieser Stelle an euch alle, ihr seid alle ehrenamtlich tätig und ihr leistet Großartiges. Wir haben durch unsere Vereine und Organisationen so ein vielfältiges kulturelles Programm und Aktivitäten, dass man manchmal muss ich überlegen als Bürgermeister, machen wir jetzt da was über die Gemeinde oder machen wir nichts, ja, weil wir oft im Terminkalender keinen Platz mehr finden. Ihr seid wie ganz große, wichtige Säulen und ich persönlich weiß, was sie alles kennt, sage danke für das gute Miteinander und danke für die gute Zusammenarbeit bei allen Vereinsvertretern, die heute hier sind. Danke. Wir sind eine Gemeinde, die landwirtschaftlich geprägt ist, aber wir haben auch eine starke Wirtschaft. Eine starke Wirtschaft, wir haben nicht große Betriebe mit 100, 200 Mitarbeitern, aber wir haben sehr viele Familienbetriebe und wir haben innovative Betriebe und wir haben einfach gute Betriebe. Gute Betriebe und wir haben eine große Vielfalt auch. Man hat es beim letzten Wirtschaftsstammtisch auch wieder gesehen, welche Vielfalt und welche Kraft wir eigentlich da haben, vom Handwerk bis zu den Dienstleistern. Und ein herzliches Willkommen allen Vertretern unserer Wirtschaft. Und wir haben durch dieses Hauptplatzprojekt, haben wir ja den Hauptplatz, wir haben einige Häuser, die sind im Sog dieser Bauarbeiten, ist das mitgegangen. Da hat es Privatinvestoren gegeben, die was selber Geld in die Hand genommen haben. Wir haben hier das Gruber-Areal, das hat 4,9 Millionen Investment ausgemacht. Familie Heer, unten ist die Kreislerei, ist erweitert worden. Oben sind neue Wohnungen entstanden. Da drin im Gruber-Areal ist das Büro Vonwald, eine neue Trafik. Im unteren Bereich das ehemalige Hammerle-Haus, auch komplett neu saniert mit neuen Wohnungen. In Summe sind hier 40 neue Wohneinheiten entstanden, attraktive neue Geschäftslokale, hier direkt am Hauptplatz. Ich glaube, wir haben als Marktgemeinde St. Leonhard, da darf ich auch Dankeschön sagen an meine Mitglieder im Gemeinderat, den Turnaround geschafft. Wir haben natürlich noch Aufgaben, um das dementsprechend auch zu beleben, aber mit der Kraft an Personen und Talenten, die was wir in St. Leonhard haben, habe ich überhaupt keine Angst, dass uns das nicht gut gelingen wird. Wir haben Wesentliches gemeinsam geschafft und es hat auch gezeigt, dass natürlich die Bevölkerung und die Einwohner auch in die Höhe gehen. Ganz kurz, wenn Sie innerhalb einer Woche 30 neue Leute haben würden, ja, dann ist das für eine Gemeinde mit 3.500 Leuten ein ganz schönes, ein schönes Zeichen. Und dass unseren Kindern auch gut geht, wir haben auch tolle Kinderbetreuungseinrichtungen und Bildungsstätten, darf ich herzlich willkommen heißen, die Leiterin unseres Kindergartens, die Theresia Gastecker, unsere Frau Direktor der Volksschule, die Susanna Auer, und die Direktorin der Mittelschule St. Leonhard am Forst, Gabriele Mosch. Herzlich willkommen. Applaus.
Und danke an euch persönlich und an eure Teams. Da sind unsere Kinder wirklich gut aufgehoben, aber sie werden auch dementsprechend gut gefördert. Dankeschön. Ein Danke darf ich auch sagen, und hier sind auch zahlreiche Damen und Herren unter uns, die hier am Hauptplatz schon seit Jahrzehnten wohnen und leben. Es habt natürlich einiges ausholen müssen. Es freut mich, dass Sie heute hier seid. Vorher, jetzt kurz in Erinnerung, habe ich Josef Königsberger, ihr kennt sie ja wohl. Ich darf die stellvertretend namentlich erwähnen für alle Bewohner hier am Hauptplatz. Herzlich willkommen und danke für die gute Zusammenarbeit während der Bauphase. Herzlich willkommen auch die Vertreter der Presse. Ihr begleitet uns ja eigentlich seit dem Bürgerbeteiligungsprozess. Seit dem März 2015, wir haben, glaube ich, den größten Bürgerbeteiligungsprozess zum Thema Hauptplatz durchgeführt, der jemals in der Marktgemeinde St. Leonhard war. Der hat circa 2 Jahre gedauert, weil der Spottenstich war ja im Juli 2017 und dann 2 Jahre die Bauphase. Und ja, liebe Pressevertreter, danke, dass ihr da seid und schreibt eine gute Geschichte über St. Leonhard. Danke. Geschätzte Damen und Herren, nun zu Ihnen, die heute als Gäste da sind. Dieser Tag dauert noch länger. Es gibt ein tolles Programm im Anschluss zum Festtag. Ein herzliches Willkommen. Danke an Sie alle, dass Sie heute da sind, dass wir ein paar gemütliche Stunden hier bei der Hauptplatzeröffnung verbringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe es eh schon erwähnt, es war ein Schicksalsschlag für die Gemeinde St. Leonhard und das war mir selber auch nicht egal. Und ich hätte es lieber auch damals im 15er Jahr anders haben wollen, ich hätte nicht die Bäume weggeben wollen. Aber es war einfach eine Notwendigkeit und wir sind vor einer riesengroßen Herausforderung gestanden. Und wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wir sind da gestanden und haben gesagt, okay, wir müssen das als Gesamtheit sehen, wir müssen das Thema Verkehr behandeln. Hier bei der Volksbank haben wir einen Verkehrsknotenpunkt, der ist in unserer Region mit über 9000 Fahrzeugen am Tag, das ist einer der stärkst frequentiertesten Punkte. Die Leute wollen überall einen Zebrastreifen haben, wir brauchen für die schwächsten Verkehrsteilnehmer die größtmögliche Sicherheit. Wir sollen schauen, dass hier soziales und kulturelles Leben herinnen am Hauptplatz weiterhin besteht, mit unseren traditionellen Festen, aber auch Platz für neue Ideen. Besonders die Jugend hat immer neue, gute Ideen, was man machen kann. Es soll auch unser Ortsbild gewahrt bleiben. Wir möchten wieder einen Charakter einer Allee mit den Bäumen eigentlich im modernen Stil herstellen. Wir wollen unseren Umweltgedanken auch weiterhin pflegen. Wir passen auf, dass auch mehr Grünraum zustande kommt, mit wassergebundenen Decken, ja, dass nicht alles zubetoniert wird. Und wir müssen schauen, dass unsere Wirtschaft hier am Hauptplatz einen Nutzen hat. Wir müssen schauen, dass wir Parkflächen brauchen, dass Platz ist aber auch für Veranstaltungen, die was man vielleicht in Kooperation, Gemeinde, Wirtschaft, Vereine durchführt. Und all das ist uns auch Gott sei Dank gelungen. Wir haben eine Bürgerbeteiligung durchgeführt, wir haben uns Experten geholt, wir haben das zusammengefügt und haben dann einen Parkplatz im hinteren Bereich, in der Bahnhofstraße, für Dauerparker geschaffen, wo 50 Parkplätze im Ortskern Platz haben. Und jeder weiß, wie wichtig ein Parkplatz ist, weil sonst kann man ja nicht stehen bleiben und einkaufen gehen. Ja, und all das ist uns gelungen, weil wir einfach angepackt haben und das auch dann gemacht haben. Und es war, so habe ich verspürt, immer ein gutes Miteinander. Dass man es nicht jedem recht machen kann, das brauche ich auch nicht dazu. Das weiß ich als Bürgermeister, da bin ich schon einige Jahre im Geschäft. Das ist nicht nur bei so einem Projekt, sondern das gibt es auch in sehr vielen anderen Projekten. Aber es ist wirklich etwas Schönes und Nutzbares entstanden, wo wir mitgedacht haben für die nächsten Generationen. Und deshalb freue ich mich, und ich habe es auch erwähnt, dass parallel zu den ganzen auch viele Impulse entstanden sind,
dass Privatinvestoren ein Geld in die Hand genommen haben. Ich habe mir gestern die Summe noch einmal kurz angeschaut. In den letzten 4 Jahren sind über 10 Millionen Euro hier hineingeflossen. Nicht am Hauptplatz, das hat 2 Millionen gekostet. 1 Million ist unter der Erde, die andere ist heroben. Aber das Investment rundherum mit Wohnungen, Geschäften, Fassaden, ja, und das ist eine enorme finanzielle Kraft, wo die regionale Wirtschaft auch wieder profitiert hat, wo wir Arbeitsplätze abgesichert haben und jetzt sind wir auf einem guten Weg und da tun wir gemeinsam auch weiter. Ich möchte deshalb auch ein herzliches Dankeschön sagen, noch einmal bei allen Menschen, das waren ein paar hundert, wenn man das zusammenzählt, die was da mit da haben, bei der Baustelle etc., bei den Planungen, ein herzliches Dankeschön. Bei einer Person darf ich heute persönlich und im Namen der Marktgemeinde St. Leonhard ein ganz großes Dankeschön sagen. Wir haben einen Gemeinderat, unser Umweltgemeinderat, den habe ich damit beauftragt, dass er eigentlich der Projektkoordinator für diese Baustelle ist. Lieber Gerhard Dragowitz, wo bist denn du? Gesehen habe ich dir schon ein paar Mal, komm zu mir auf die Bühne. Unser Projektkoordinator. Der war von Anfang an, vom ersten Termin mit der Bürgerbeteiligung bis heute, der Gerhard, war, hast du jemals bei einer Baubesprechung gefühlt? Nein. Oder nein? Ja. Also 46 Baubesprechungen und dann noch zusätzlich rundherum, also es waren einige hundert Termine, die was du hier gemacht hast, auch die Gespräche in der Bevölkerung etc. Wer Gerhard kennt, da muss man stark überlegen, wie kann man da Dankeschön sagen? Was kann man Gerhard schenken? Ja, das ist sehr schwierig. Ich bin ein Rapidler, du Red Bull Fußballanhänger. Also miteinander auf ein Fußballmatch fahren. Kommen wir zwar, aber dann haben wir vielleicht, wenn das Ergebnis für nicht passt. Nein, Spaß beiseite. Wir haben dann einen ganz guten Tipp gekriegt von deiner lieben Gattin. Und die hat uns erzählt, dass du einmal im Leben Lokführer sein willst von einer alten Dampflok. Und wir haben da was besorgt, und zwar gleisweises Dampfvergnügen auf der Murtalbahn. Da stehst du vorn, du kriegst da so ein Kapperl aufgesetzt und darfst das auch alles lenken und steuern. Du darfst auch deine Gattin mitnehmen und ja, genießt ein paar schöne Tage. Du hast das alles ehrenamtlich gemacht und einfach ein großes Dankeschön. Bleib gesund, ja, und danke nochmal von mir persönlich, von allen Mitgliedern des Gemeinderates und von der gesamten Bevölkerung. Und viel Spaß alles und erzähl uns das, wie das war. So da, ich darf das Foto machen. Da bist du. So. Nice. Der Gerhard hat das ganz toll gemacht, also Respekt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme eigentlich zum Ende meiner Rede. Wir dürfen Sie im Anschluss zum heutigen Festtag doch zu Freibier und Würstel für die Erwachsenen einladen. Für die Kinder haben wir alkoholfreies. Ich sage ein herzliches Dankeschön an die Gastronomie, die heute auch mittut, die Kreislerei, die Bäckerei Hager und der Pächter unseres Volkshauses, das Hotel Moser. Ich sage ein Danke an mein Team in der Gemeindeverwaltung und am Bauhof, die heute die Würstel und das Bier ausschenken. Also die haben sich auch alle Zeit genommen,
Danke, dass wir auch immer sehr gut zusammenarbeiten. Da sieht man diese Zusammenarbeit. Ja, und in diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, das ist unser gemeinsamer Hauptplatz. Es ist ein Platz für alle und es ist Platz für alles. Ich wünsche uns allen hier viele schöne Stunden am Hauptplatz der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, am Marktplatz der Lebensfreude. Angesprochen hat, jetzt näher eingehen wollen. Und dafür bitte ich zu mir den Melker Bezirkshauptmann Dr. Norbert Haselsteiner. In Vertretung von Diplom-Ingenieur Helmut Sparnagel von der Niederösterreichischen Straßenbauabteilung, Ingenieur Andreas Therian. Projektkoordinator und Umweltgemeinderat Gerhard Dragovic. Eine Bürgerin aus St. Leonhard am Forst, die Kathi Höhmstreit. Baukoordinator dieses Projekts, Ingenieur Johann von Wald. Und die Obfrau der niederösterreichischen Dorf- und Stadterneuerung, Ökonomierätin Maria Faustner. Finde ich gut, dass wir bei dem Wetter beisammen stehen. Morgen ist nämlich Theresia-Kirtag hier in St. Leonhard am Forst. Gell, sollten Sie Zeit haben. Ich möchte unbedingt hingehen. Und so ist es jetzt praktisch, wenn wir ein bisschen kuscheln können, weil dann verkühle ich mich bis morgen auch hoffentlich nicht. Herr Haselsteiner, ich fange mit Ihnen gleich direkt an. Sie waren eine der großen Wurzeln eigentlich, warum wir heute hier stehen, kann man so sagen. Denn Sie waren es, der 2015 gesagt hat, die Kastanienbäume müssen weg. Und das haben Sie sicher nicht einfach so gesagt, weil sie Ihnen nicht gefallen haben, sondern das hat wirklich einen Grund gehabt. Können Sie mit uns eine kleine Zeitreise machen? Warum war das damals so? Ja, es war etwas überraschend. Damals haben Untersuchungen der Bäume ergeben, dass hier ein Pilz sich breit gemacht hat, der in der Region, praktisch in Niederösterreich, auch noch nicht vorgekommen ist. Und es war dann gemeinsam mit der Gemeinde und Fachleuten die Frage, was macht man, nachdem es kein Mittel gegen diesen Pilz gegeben hat, war dann schlussendlich der schwierige Entschluss zu treffen, dass die Bäume entfernt werden müssen, um zu verhindern, dass sich dieser Pilz weiter ausbreitet auf andere Kastanienalleen. Und nachdem wir beide in Ruprechtshofen wohnen, dort, und die Kastanienallee gibt es ja dort noch. Wir haben dann versucht, auch die Bevölkerung einzubinden, und da möchte ich auch eine herzliche
Gratulation an die mich zum Coolness der Bevölkerung geben. Ich war als Bezirkshauptmann vorher in der Wien-Nähe gewöhnt, dass hier Bürgerinitiativen gegründet werden, um jeden Baum zu retten. Die Bevölkerung war hier so aufgeschlossen, dass man eben das zur Kenntnis genommen hat, dass es schlimme Dinge im Leben gibt, wo man halt dann nicht drüber hinweg kann, diesen Schritt zu setzen. Und ich möchte herzlich gratulieren, und darum ist es für mich heute auch ein Freudentag, weil man sieht, dass hier aus einer Misere mit vielen Beteiligten, mit guten Ideen, mit viel Einsatz, dass hier eine Chance genützt wird, dass man hier etwas schafft, was für die Zukunft, was Richtungsweisendes ist. Und im Vergleich zu einer Ampelanlage entstehen bei einer Kreisverkehranlage keine Steh- und Wartezeiten aufgrund von Rotphasen, sondern die einzelnen Verkehrsteilnehmer können die sich bietenden Verkehrslücken jederzeit nutzen. Und auch im Betrieb und in der Haltung bietet eine Kreisverkehranlage Vorteile, da sie natürlich weniger wartungsintensiv als eine technische Anlage wie eine Ampel ist. Kurzum, ein Kreisverkehr ist in jeder Hinsicht eine runde Sache. Dankeschön. So, ich rutsche ein Stückchen weiter. Herr Dragovic, abgesehen vom Kreisverkehr hat man sich auch sonst überall eigentlich etwas gedacht. Vor allem der Umweltgedanke wurde hier sehr groß geschrieben. Was genau ist hier umwelttechnisch entstanden? Ja, ich glaube, der Umweltgedanke, der Klimaschutz ist ja eine Frage des Überlebens mittlerweile geworden. Natürlich haben wir auch hier auf diesem wunderschönen Hauptplatz den Umweltgedanken mit eingebunden und auch auf der Materialienauswahl darauf geachtet. Das heißt, wir haben also hier wassergebundene Decken verwendet, sind zwar etwas teurer, aber garantieren eben eine Versiegelung, eine schließende Versiegelung des Bodens aus. Das heißt, auch wenn stärkere Niederschläge hier passieren, wird das Wasser ablaufen. Wir haben am Parkplatz drüben nicht eine komplette Asphaltdecke drüber gezogen, sondern haben hier ein Rasengitter verwendet, auch wieder etwas teurer. Aber es hilft uns hier sehr wohl, das Klima, das lokale Klima auch zu beeinflussen. In weiterer Folge haben wir nämlich auch darauf geachtet, dass im Energieverbrauch hier doch einiges passiert. Wir haben das also mit neuen Laternenleuchten, Beleuchtungsanlagen in der Allee hier herinnen gestaltet, wobei man hier sagen darf, dass wir damit rund 50% der bisher verbrauchten Energie aufgrund der LED-Technologie einsparen werden. Ein weiterer Punkt sind auch noch die Herstellung einer Elektrotankstelle. Wir haben hier vorne sogar eine Tankstelle für die Radfahrer vorgesehen, für die E-Bikes. Drüben am Parkplatz eben die Elektrotankstelle für die PKWs. Im Großen und Ganzen können wir wirklich mit Stolz sagen, dass wir nicht nur umweltbewusst gehandelt haben, sondern auch erklären können, warum das Ganze etwas teurer geworden ist. Aber ich glaube, wenn man nicht bereit ist, in dieser Zeit in den Klimaschutz zu investieren, dann wird es irgendwann einmal der Fall passieren, dass die Natur, die uns die Rechnung stellt, die wir dann möglicherweise aber nicht mehr begleichen können. Danke. Stelle verbracht wie Sie. Gibt es ein persönliches Highlight, das Sie vielleicht mit uns teilen möchten? Ja, ich kann mir grundsätzlich sagen, es war sicherlich mein zweites Wohnzimmer in den letzten Jahren hier herinnen. Highlights, ja, es gibt also ordentliche Knaller, Kracher in der Geschichte, die sich hier so rund um den Hauptplatz abgespielt haben. Eines davon nur ganz kurz angedeutet. Plötzlich war bei uns am Gemeindeamt eine Mail, in der so hilfeschreiend oder alarmstimmungsmäßig kundgetan wurde, dass die Familiensäule oben schief steht. Natürlich haben wir sofort vermessen und mit Laser, örtliche Baufirma des Sachverständigen, hier das überprüft. Dem war nicht so. Gut, so ist passiert. Nur der Adressat dieses Mails hat auch eine sehr gleichermaßen deftige Bezeichnung für diesen Schiefstand gefunden gehabt. Er hat nämlich gesagt, diese Säule steht nun da wie der schiefe Turm von Pisa.
Und darum ist für mich da oben jetzt der Platz, das Pieser Platzl. Eine andere Geschichte, die wirklich so wie ein Bogen über die ganze Bauzeit gespannt werden kann, ist eine ältere Dame, die mir zu Beginn der Bauzeit hier zu mir gekommen ist und gesagt hat, Gerhard, ich verstehe das Ganze nicht, was ihr da macht, was da aufführt. Jetzt haben wir die Riesengruben da, ich bin zu Tode betrübt, ich weiß nicht, ich verstehe das alles nicht. Und wir haben uns natürlich im Laufe der Bauzeit des Öfteren getroffen und sie hat immer wieder gesagt, nein Gerhard, dass du da auch mitmachst, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ich kenne dich schon so lange als Bub, aber dass du da auch mitmachst. Und letztlich war es dann vor circa 2 Wochen oder 1,5 Wochen, kurz bevor eben wirklich die Baustelle abgeschlossen wurde, haben wir also unten noch so als Erinnerung an seiner Zeit an den Marktplatz, wo er wirklich noch mit Anbindern rundherum umgeben war, hier symbolisch einen kleinen Anbinder da aufgestellt. Ja, und dann habe ich eben auch diese Dame wieder hier getroffen. Das Herkommen hat gesagt, Gerhard, ich muss dir eins sagen, ich war nicht dafür und es tut mir heute noch leid um die alte Allee. Aber jetzt habt ihr dann Anbinder, jetzt habt ihr ein Stückchen Vergangenheit da mit reingeholt. Ich finde es einfach wunderschön, wie der Platz vorne ist. Das ist schön, ja, stimmt. Apropos Anbinder, das ist tatsächlich, als hätten wir uns abgesprochen moderativ, das ist jetzt der nächste Punkt, die Gestaltung nämlich, was macht man noch draus, was schaut schön aus hier am Hauptplatz und da gibt es ein paar Dinge, die interessant sind, zum Beispiel den Pranger, den haben wir ja heute schon angesprochen, der steht da rechts neben uns. Der steht eben schon sehr, sehr lange, kann man gar nicht genau sagen. So wie die Familiensäule, die steht da links oben, die eben fast zur Säule von Pisa geworden wäre. Übrigens, zur Familiensäule. Wir wollten recherchieren, wir wollten wissen, seit wann gibt es die, wer hat die aufgebaut, warum heißt die Familiensäule. Und tatsächlich gibt es in der Chronik von St. Leonhard am Forst keine Information dazu. Ist die einfach über Nacht entstanden? Wir wissen es nicht. Sollte heute hier jemand sitzen, der ein bisschen Information darüber hat, bitte dem Gemeindeamt melden, damit das auch endlich mal niedergeschrieben wird. Und ja, und dann gibt es ja diese Anbindehalterung. Sie haben das gerade angesprochen. Da unten rechts ist so ein Holzbalken. Das ist eine Anbindehalterung, die daran erinnern soll, dass eben früher hier mit Rindern und Pferden gehandelt wurde. Und auch ganz neu, trägt sogar heute ein schönes rotes Mascherl, ist eine alte Telefonzelle, da unten rechts. Und das ist eine sogenannte Bücherzeile. Kathi Höbenstreit, Bürgerin, sehr engagiert hier in St. Leonhard am Forst. Was hat's damit auf sich? Ja, ich bin nicht nur Bürgerin in St. Leonhard am Forst, sondern auch Teil des Teams der Bücherei Rüprechtshofen, die genauso wie viele andere Vereine ihre Angebote für beide Gemeinden, also St. Leonhard und Rüprechtshofen, anbietet. Und wir haben uns überlegt, zusätzlich am Hauptplatz eine Bücherzelle aufzustellen als Angebot. Das Ganze ist wie ein offenes Buchregal zu verstehen. Es ist mit wirklich tollen Büchern bestückt, die wir jetzt im Bestand der Bücherei nicht mehr aufnehmen können. Und alle sind herzlich eingeladen, sich dort zu bedienen. Sie ist 24 Stunden am Tag offen. Ist sogar beleuchtet, energieneutral, mit Solarzelle am Dach. Und kann jederzeit gratis jemand Bücher entnehmen. Also wenn jemand zum Beispiel nicht einschlafen kann um 3 Uhr in der Früh oder zum Kaffeehausbesuch noch ein Buch mitnehmen möchte, einfach bedienen. Man kann die Bücher dann behalten oder weiterschenken oder wieder zurückstellen, ganz nach Wunsch. Bestücken werden wir von der Bücherei Rüprechtshofen die Bücherzelle. Wer Spenden hat für die Bücherzelle, bitte direkt in die Bücherei bringen und nicht in die Bücherzelle hineinstellen, weil sonst geht es irgendwann über. Okay, wir freuen uns, wenn das Angebot gut genutzt wird. Genau, und wenn das irgendwer ausnutzt, danke auf jeden Fall für das Engagement. Sollte es wer ausnutzen, Kathi, gehen wir mit dem einfach an den Pranger. Den gibt es ja Gott sei Dank noch, gell? Dankeschön. Herr von Wald, Sie waren der Baukoordinator, so das Oberhaupt dieser ganzen also Bürgergeschichte und Bauherren und Firmen und haben da alles so im Überblick gehabt. Wie war das für Sie? Gab es große Herausforderungen? Ja, freilich gab es diese Herausforderungen. Es war schon sehr spannend, das insgesamt abzuwickeln.
Was wir hier heute sehen, ist ja nur ein geringer Teil dessen, was in den letzten Wochen und den letzten halben Jahr hier entstanden ist. Die wesentlichen Herausforderungen sehe ich eigentlich im vorigen Jahr mit dem Beginn der Straßenbauarbeiten, mit der Erneuerung der Kanalisation. Es ist ja die gesamte Wasserleitung neu verlegt worden. Es hat die Telekommunikation, die A1 und auch die EVN alle Leitungen erneuert. Und es sind auch Lichtwellenleiter verlegt worden, auch mit Straßenbeleuchtung. Also insgesamt, glaube ich, nahezu an die 30 Kilometer Leitungsführungen. Und das alles um die Baustelle herum, um den Verkehr auch entsprechend zu leiten. Und am Anfang war es schon ein bisschen spannend und ich habe das auch ein bisschen als Spannung empfunden, ob wir das so hinbringen, wie wir das vorhatten. Und ich muss sagen, es war ein sehr gutes Team hier am Werk. Die technischen Büros und die ausführenden Firmen, also wirklich viele Köpfe und viele Hände, die hier ein sehr gutes Werk geschaffen haben und ich glaube, darauf kann man auch stolz sein. Wenn der Herr Bürgermeister sagt, wir haben hier das Motto in St. Leonhard, Marktplatz der Lebensfreude, dann würde ich das jetzt so sehen, wir haben den Marktplatz, es liegt jetzt an uns allen, hier Lebensfreude einzubringen. Dankeschön, ja, das stimmt. Frau Forstner, Sie sind für die Dorfentwicklung beim Land Niederösterreich zuständig und haben sicher schon einige Hauptplätze gesehen. Jetzt im Vergleich der St. Leonharder, wie macht sich der im Vergleich? Naja, ich bin nicht im Land Niederösterreich zuständig, sondern ich bin die Vertreterin aller Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Dorf- und Stadterneuerung engagieren. Und St. Leonhard ist eigentlich eine Vorzeigegemeinde in der Dorferneuerungsfamilie Niederösterreich. Sie sind ja ein positiver Wiederholungstäter, wenn ich das so formulieren darf. Und sie haben immer wieder ganz tolle Projekte. Aber heute muss ich ehrlich gestehen, ich bin fast sprachlos. Dieser Platz ist so wunderbar geworden. Es ist nur schade, dass wir Herbst haben und die Blätter und die Blüten noch fehlen. Also das heißt, wir alle müssen im Frühling wiederkommen, wenn alles antreibt und blüht. Das ist sicher eine wunderbare Zeit. Und ein Platz, der so vielfältig gestaltet ist, bietet natürlich das ganze Jahr über auch die Gelegenheiten für Veranstaltungen und fürs Wiederkommen. Ich darf euch gratulieren, bin ganz, ganz stolz auf euch und wünsche euch alles Gute für die Zukunft, für die nächsten Projekte. Dankeschön. Bedanken bei allen, meine Herren Bürgermeister, für diese große Gelegenheit eines Pfarrers, einen Marktplatz zu segnen. Bei den Ansprachen ist mir eines aufgegangen, ich dachte immer, die Millionen liegen bei der Volksbank, aber es ist demnach nicht so, sondern die Millionen liegen unter uns. Und Herr Bürgermeister, ich hoffe, dass dann nicht die Leute in der Nacht kommen und dann mit den Schaufeln dann herumbügeln und nach der Millionen suchen. Das glaube ich, das wäre nicht das Ideale. Aber das sehen wir, wie wichtig es ist. Und die ganze Entstehungsgeschichte dieses Hauptplatzes mit dem Pranger, als Pfarrer beobachtet man, wie das entstanden ist auch, diese ganze Gestaltung der Meinungen, der Bevölkerungen. Und so mancher wurde an den Pranger gestellt. Der ist dafür schuld und alles Mögliche. Und alles, weil die Leute oft nicht vorstellen können, konnten, wie das entstehen wird, auf neue Art und Weise. Aber wir wollen nicht stehen bleiben beim Pranger, sondern was für uns St. Leonharder etwas prägend ist, das ist die Familiensäule, die heilige Familie. Glaube ich auch in unserer heutigen Gesellschaft ganz wichtig, der Zusammenhalt. Und das soll jetzt auch die Leonharder in Zukunft immer wieder erinnern. Wenn etwas gemacht wird, dann betrachten Sie es, wir sind eine Familie, dass wir was gemeinsam machen und das haben auch der Herr Bürgermeister und seine Gemeinderäte und die Bevölkerung wirklich sehr gut gelöst. Letztendlich haben sie wieder bewiesen, ja, wir sind eine Familie, wir wollen das auch nach außen hin zeigen und jeder, der vorbeifährt,
sieht die heilige Familie. Und das ist für mich als Pfarrer sehr schön, dass wir dieses Juwel hier haben und dass ich auch diesen Marktplatz segnen darf mit der heiligen Familie. Möge die heilige Familie und der heilige Leonhard immer wieder den Segen von oben herab bringen für die Bevölkerung, dass wirklich auch dieser Marktplatz, wie schon oft erwähnt wurde, als Marktplatz der Lebensfreude. Und dazu bitte ich jetzt den Segen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Um unseres Heiles willen bist du selber auf den Straßen dieser Welt gewandert, begleitet von den Jüngern und den Scharen des Volkes. Segne diesen Marktplatz und diese Straße, die heute dem Verkehr übergeben wird. Sie verbinden die Menschen miteinander. Bewahre alle, die sie benutzen, vor Unfall und Gefahr. Lehre die Menschen, Rücksicht und Hilfsbereitschaft zu sein. Lass uns schließlich bedenken, dass alle Wege, die wir gehen, Abbild unserer Pilgerweges zu dir sind, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch wirklich gottesreichsten Segen und haben Sie viel Freude. Und als Pfarrer, wenn man dann mal, wir verwenden ja diesen Platz vom Frühjahr her zweimal im Jahr, sehr groß, das ist die Fronleichnamsprozession und die Auferstehungsprozession, wo wir diesen Platz auch kirchlich im religiösen Sinne dann verwenden. Und möge auch weiterhin dieser Platz für viele Menschen wirklich Freude sein und sich wohlfühlen. Dankeschön. Dankeschön nochmal dem Herrn Pfarrer Magister Franz Kraus. Es ist jetzt 14.20 Uhr und Oktoberfesten wieder angestochen und angeschlagen wird. Ich glaube, der Weltrekord liegt bei einem halben Schlag. Werden wir schauen, wie viel wir heute zusammenbringen. Wen braucht man allen zum Bieranstich? Ich würde mal sagen, auf jeden Fall den Herrn Bürgermeister, den Herrn Landesrat, den Herrn Präsidenten. Und ich würde sagen, wir machen das gemeinsam. Ich darf Sie um die Unterstützung bitten. Wir zählen gemeinsam einen Countdown runter. 3, 2, 1 und dann einmal einen kräftigen Jubel. Da werden wir schauen, wie viele Schläge wirklich notwendig sind, um den Zapfern reinzubringen. Hallo, hallo! So, darf ich jetzt bitten zum Countdown, alle miteinander. 3, 2, Nein, Moment. So durstig könnt ihr noch gar nicht sein, dass es nicht mehr geht. Gemeinsam, all together, in Sieme. 3, 2, 1. Auf geht's. Bester! Ein sehr rücksichtsvoller Anschlag ist es. Gut, wir steigen auf Glühwein um. Der Weltrekord war halber der Schlag, ja? Es war nur ein Probeschlag. Wir müssen lauter einzählen. 3, 2, 1.
Haben wir noch? Haben wir noch? Ui, gefickt davor. Wir müssen schon gehen. Dann gehen wir zum... Also oben kommt schon raus. Herum. Da ist nichts drin. Ein Bierenstich, der ebenso in die Geschichte eingehen könnte. Vielleicht zerreißt jetzt das Fassl gleich, oder? Nein. Es tröpfelt. Es gibt's ja nicht. Ich komme ein Bier holen. Das gibt's ja nicht. Ja, jetzt ist er. Geht in die Geschichtsbücher ein, das St. Leonharder Steinfass. Unanschlagbar. Da ist kein Bier drin. Jetzt geh auch so. Da passt man nicht. Ja, oder nicht? Hauen wir drauf. Jawohl. Da setzt den allgemeinen Jubel ein. Und auf geht's. Jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, die Herren haben sich jetzt ein Bier verdient. Ja, bitte. Hervorragend. Es wird nichts mehr geil. Also wirklich gewissenhaftes Angeschlagen. Es ist geglückt. Wunderbar. Wir werden jetzt noch ein bisschen die Bühne adaptieren. In wenigen Minuten starten wir dann mit dem Vorprogramm einmal so musikalisch zum Aufwärmen. Mit der Renate. Habe ich sie kennengelernt in Wieselburg, war das auf der Messe, gell? Ja, genau, auf der. Da habe ich sie kennengelernt von der Kreislerei, die Barbara Bürgmeier-Posset. Liebe Barbara, du hast damals dein Konzept vorgestellt, die Kreislerei. Das ist mittlerweile 2 Jahre her, da war jetzt nur so ein bisschen in der Startphase. Wie ist das Ganze für euch weitergegangen? Genau, der Michael Hörmann und ich haben das gemeinsam auf die Beine gestellt und vor 2 Jahren waren wir nur auf der Hof auf der Suche nach Produzenten, die unser Geschäft als Plattform nutzen wollen zum Bewerben ihrer Produkte und zum Vertreiben. Es ist super angerannt, somit haben wir es jetzt geschafft, nach 3,5 Jahren Geschäft jetzt schon umzumodeln und es nur zu perfektionieren und sind vor 2 Wochen in eine Kreislerei mit neuem Gesicht eingezogen. Okay, aber dich gibt's noch einmal für mich. Thank you.
Wir stellen uns ganz hinten. Es gibt Millionen von Sternen. Unsere Stadt, sie hat tausend Laternen. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Es gibt tausend Lippen, die küssen. Europäischen, die trennen sich müssen. Europaweit gibt es zu jeder Zeit. Aber dich gibt's nur einmal für mich. So singen alle mit! Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigen nennt. Er macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wär die Welt für mich? Tanzte noch bis 21 Uhr, aber bei der Kreislerei ging der Trubel bis 23 Uhr weiter. It's my